Can we start now? Good morning. Good morning. Welcome everyone. Guten Morgen und willkommen alle. We are at another, what's today? June the 6th, right? 7th. June the 7th. Heute ist der 7. Juni. I read an article yesterday. Ich habe einen Artikel gelesen and it gestern. Said, somebody said, just put up the Christmas tree right now. Und da hat jemand gesagt, holt schon mal den Weihnachtsbaum hervor. Because I'm tired of 2020. It's time for 2021. Weil ich mag das 2020 nicht mehr. Es ist jetzt Zeit, dass das 2021 kommt. That was pretty funny. So we're going to worship God today, this morning. Wir werden heute Gott anbeten. And we're going to add to what we were saying last week. Und ein bisschen weiterfahren, wo wir letztes Mal aufgehört haben. About the Pentecost. Über die Pfingsten. And what God is calling us to do today, amen. Und was Gott uns für was Gott uns beruft heute. Hallelujah. So we're going to believe God that He's going to give us the perfect examples and illustrations. So wir glauben Gott, dass uns die richtigen Bilder und Beispiele gibt. And mainly that we have His heart. What is He saying to us today? Aber das Wichtigste, dass wir nahe bei seinem Herz sind. Was möchte er uns heute sagen? And are we on the same page that He is on? Sind wir auf der gleichen Seite wie er ist. Amen. So we're going to start out with the title of our message today is God's timing. So das Thema ist Gottes Zeitplan. Or the timing of God. Oder der Zeitplan des Gottes. And our first scripture we're going to look at is 1 Chronicles 12:32. If you have a Bible. Und wir sehen die erste den ersten Vers ist 1. Chronik. 1 Chronicles 12:32. 12 in Vers 32. Hallelujah. And we're going to talk about one of the tribes of Israel. Und es geht darum um einen von den Stämmen von Israel. And there was a tribe called the tribe Issachar. Und da gab es einen Stamm, der hieß der Stamm Issachar. And verse 32 says this, 12:32. In Vers 32. It says, the tribe of Issachar supplied 200 leaders. Da heißt es, dass der Stamm Issachar 200 Krieger oder Leute bereit hatte. Along with all their relatives. Mit all den Verwandten. Under their command. Unter ihrem Kommando. That's what it says. This is a different translation, the International Standard Translation. In einer anderen Übersetzung heißt es. It says, they kept up to date in their understanding of the times. Und sie hatten sich Aschur gehalten im Verständnis über ihre Zeit. And they knew what Israel should do. Weil sie wussten, was Israel machen muss. So this one tribe always kept up to date with the heart of God. So dieser Stamm, die waren immer auf dem neuesten Stand with mit the plan Gott, of God. Was Gottes Plan ist. They were always right on time. Sie sind immer genau zum richtigen Zeitpunkt informiert gewesen. You could call these men the prophets of the brothers of the 12 tribes. Das sind so wie die Propheten der Brüder von den 12 Stämmen. They were one step ahead. Sie sind immer einen Schritt voraus gewesen. And this is what the church needs to be now. One step ahead. We need to know what God is doing. Und als Gemeinde sollen wir das auch sein. Immer einen Schritt voraus und immer wissen, was Gott von uns will. And if you would notice in the world today, there's a whole bunch of chaos right now. Und es ist wie wir wissen, es gibt so viel Chaos im Moment. We got nations who are protesting racism, who doesn't have any racism in their country. Wir haben Länder, die über Rassismus demonstrieren, die vielleicht gar keinen Rassismus haben in ihrem Land. So there's a worldwide move happening. I'm talking about the whole world. Es gibt eine Bewegung durch die ganze Welt. Which tells me one thing and probably tells you the same thing. Und das sagt mir eines, und ich bin sicher, das weißt du auch. This is a spiritual battle. Es gibt einen geistlichen Kampf. This is not natural battle. Das ist kein natürlicher Kampf. Amen. We are wrestling against dark forces right now. Wir kämpfen gegen finstere Mächte. The whole world. Die ganze Welt. And if you can't see this, und wenn du das siehst, what it is actually it's the timing of God all coming together for the planets. Und das ist eine Zeit, wo Gott die ganzen Planeten zusammenbringt. And the enemy doesn't want this to come, the move of God to come on the planet. Aber unser Feind möchte das nicht. And he's a master at chaos. Und ist ein Meister von Chaos. And confusion.
und Konfusion and fear. Und Angst. And that's what you see happening in all the world. Und das sehen wir, was in der Welt abgeht. And one reason why it's happening in America is so prominent. Und vor allem in Amerika gerade. Is because it's one of the forefront nations of the world. Weil es eine von dieser vier mächtigsten Macht ist in der Welt. And so it's really a if we could really see in the realm of the spirit. Wenn wir das in geistigen Raum sehen könnten. We would see there's a great, great battle. Es gibt einen großen, großen Kampf. Between the enemies of God. Zwischen den Feinden and Gottes the angels of God. Und den Engeln von Gott. And this is what we have to see. Und das sehen wir. Amen. So let's look at some of the scriptures and see what the timing of God is for us today. Also lass uns mal die Verse ansehen und sehen, was Gott zu sagen hat. If you could see, because you know, the earth is full of, there's portals or doors of heaven. Es gibt so Portale oder Türen von im Himmel. I always think about, when I think of a portal, I think about Jacob's ladder. Da denke ich immer so an die Leiter von Jakob. And Jacob was sleeping. Und Jakob war am and Schlafen. And this portal opened up, this door to heaven opened up. Und diese Türe zum Himmel hat sich geöffnet. And that, we see that many times in the Old Testament, a portal or a door was opening up for heaven, and open heavens. Und das sagen wir noch viel, auch im Neuen Testament, die Tür hat sich geöffnet zum Himmel. And good things come out of that portal. Und gute Dinge kommen aus dieser But aus also diesem bad Eingang. Things can come out of the portal of darkness. Aber es kann auch Schlechtes kommen aus And der so Finsternis. There is a big conflict in the realm of the spirit today. Und es gab einen großen Konflikt. And most people have no idea what's going on. Und viele Leute haben gar keine Ahnung, they was just da think geschieht. It's racism. That's not even the main source. Und die denken, dass es geht um Rassismus, aber es geht noch viel tiefer. You ready for this? It's harvest. Es ist Ernte. It's souls. Es sind Seelen. This is a battle for souls. Es ist ein Krieg um die Seelen. And it's a battle for the body of Christ to wake up. Und es ist ein Wachruf für die Gemeinde. And the enemy wants to keep us asleep. Und der Feind möchte, dass wir schlafen bleiben. And God wants us to be awake. Aber Gott möchte, dass wir wach sind. And so there's this battle, this conflict. Dann gibt's so einen Konflikt und einen Kampf. Now God needs you. Aber Gott braucht dich. Because you have gifts. Weil du hast Gaben. All if some people have multiple gifts. Und einige Leute haben mehrere Gaben. They can do, you know, some people sing and some people are gifted giving or some people have gifts they use in the church. Und einige Leute können singen oder teach. Geben, sie können lernen. Well, whatever gift you have today, was immer du für eine Gabe hast, God needs you to get involved. Gott braucht dich, damit du dich involvierst. You know, when you have a military, wenn du im Militär bist, and you go to war, und du gehst in den Krieg, you want the people who have the greatest talents to be in the position where they need to be. Möchtest du, dass die Leute mit den besten Talenten in der Position sind, in der sie sein sollen? This is no time for the body of Christ to be selfish now. Es ist nicht mehr Zeit, dass wir egoistisch sind. I can't come to sing in the choir because I can't sleep in. Weil ich komme nicht helfen oder singe nicht im Chor, weil ich dann nicht mehr ausschlafen kann. Or I can't come to church on time because I was up watching this movie last night. Und ich kann leider nicht in die Gemeinde kommen, weil ich war spät no, noch am Fernseher schauen. We're in a battle. The church is in a battle today. Nein, wir sind im Krieg. Die God Gemeinde needs ist im Krieg. Everybody to step up. Und Gott braucht jeden, der aufsteht. And do what he gave you, the gifts, the callings that he gave you. It's time to walk in those now. This is the season. Und er braucht jeden, dass er die Gaben braucht, die Gott ihm gegeben hat. Your gifts are needed in the body of Christ. Deine Gaben braucht es in Somebody in say in amen. Gemeinde Gottes. Hallelujah. Now, God is trying to get us Gott versucht uns to wake up. Unsere aufmerksam zu haben wake und uns aufzuwecken. Up. Sure, if you could hear him say, up in heaven, let's say Jesus is saying right now, wake up, body, wake up, wake up. Und Jesus ist im Himmel und wenn wir ihn hören können, er sagt, wache auf, ich muss, dass du aufwachst. You know, we have this misconception that Jesus does everything. Wir denken immer, Jesus macht alles. Jesus heals, Jesus delivers, Jesus sets free, Jesus witnesses, Jesus all those things. Jesus heilt, befreit, alle diese Dinge. He does those things. Er macht das. But through you. Aber durch dich. Through us. Durch uns. If we don't do it, they don't get done.
Wenn wir es nicht machen, dann geschieht nichts. I'm preaching today. Ich predige in the name of Jesus. Im Namen Jesu. By the ability of Jesus. By the gift that Jesus gave me. Durch die Geschenke und Gaben, die Gott gegeben hat. You sing by the gift that God gave you. Durch die Gaben, die Gott euch gegeben hat. You teach by the gift that God gave you. Ihr lernt durch die Gabe, die Gott euch gegeben hat. Amen. You pray by the gift that God gave you. Auch betet ihr durch die Gaben, die Gott euch gegeben hat. Amen. We call it the gift of the Holy Ghost. Das sind die Geschenke oder Gaben vom Heiligen Geist. But most of us take our gifts and put them under the pillow and don't use them until it's an emergency. Aber die meisten nehmen das Geschenk und verstecken es unter dem Kopfkissen. And God says, hey, now it's time to get that pillow, those gifts out of that pillow, and it's time to start using the gifts and the talents that I gave you. It's time to put them to active work. Aber Gott sagt, es ist jetzt Zeit, dass du diese Geschenke hervornimmst und deine Talente und Gaben brauchst. Amen. Hallelujah. So it's time for us to wake up. Es ist Zeit, dass wir aufwachen. And God is calling us into a higher, much higher place than we have been before. Und Gott ruft uns in eine höhere Position, als wir jetzt gerade sind. In Isaiah 62, verse 1. Und in Jesaja 61. Isaiah 62, 1. That's number 7, Elisa. Isaiah 62, 1 says this. Vers 1 heißt es. Jerusalem! Jerusalem. I will speak up for your good. Ich werde zu deinem Vorteil sprechen. And it says this, I will never be silent. Und ich werde nicht still sein. Till you are safe and secure. Bis du sicher sicher bist. One translation says this. Eine Übersetzung heißt. For Zion's sake. Für Zions Wille werde ich nicht still sein. I will speak up. Ich werde sprechen. It's time for the body of Christ to speak up about their Savior. Es Amen. Ist Zeit, dass die Gemeinde aufsteht und anfängt zu sprechen. It's time for the body of Christ to say, yes, I'm a believer. Zu sagen, ja, ich bin ein Glaubender. Yes, I belong to God. Ja, ich gehöre zu Gott. You know, a couple years ago, there's this man who has the biggest children's ministry in the world. Da gab es vor einigen Jahren diesen Mann, der hat die größte Kinderarbeit in der Welt. Name Bill Wilson. Sein Name ist Bill Wilson. In New York. Big ministry. Super so große. He came to Switzerland one day. Er kam eines Tages nach in die Schweiz. Me and my wife went to go see him. Und meine Frau und ich, wir sind da gegangen. And he knew us because he preached in our church before. Und er hat uns gekannt, weil er war auch schon in unserer Gemeinde. And he said to me, it was on a Friday night. He says, look at all these people here. Schau mal all diese Leute hier. He says, God tells me, Gott sagt mir, that they think Christianity is a club. Die denken, dass Christsein ist so wie in einem Club. And I'm in a club. Und ich bin da and it's so good to be part of this Christian club. Es ist so gut, in diesem christlichen Club zu sein. They're not even born again. Aber sie sind noch nicht mal wieder. They just have a name on their roster. Sie haben einfach ihren Namen da. But Christianity is not a club. Jesus didn't die for you to join a club. Jesus ist nicht für dich gestorben, damit du einem Club beitrittst. Jesus died so you can be born again, change your nature. Sondern dass du wiedergeboren bist und die Welt verändern kannst. And welcome back into the family of God, into the plan of God. Und wieder zurück bist in der Familie Gottes mit einem Plan. So this is not some great experience for Friday nights. Das ist nicht einfach nur eine schönes Erlebnis. This is 8 days a week. Relationship with the living God. Sind 8 Tage in der Woche. Hallelujah. In einer Beziehung mit Gott. This is time for the body of Christ to realize that Jesus really died for your sins. Es ist wirklich Zeit, dass wir realisieren, Jesus ist für uns gestorben. That he was on the cross for you. Er ist war am Kreuz für and dich. And you are supposed to be so excited about that. Und darüber solltest du dich so freuen. That you must tell somebody else. Es gar nicht anders kannst, als jemand anders dazu erzählen. And see, the fire that's in us. Das Feuer, das in uns ist. If you don't keep throwing wood on there, it'll get lower, it'll get lower, it'll get weak. Wenn du nicht nachträgst mit Holz, dann wird das schwach. And God knew that. He knew that. Und Gott weiß das. And he knew that this world would be going right now through race riots. He knew that. Und Gott weiß, was heute alles geschieht in der Welt. Right at the time of Pentecost. Genau zur Zeit an Pfingsten. Wow, what timing the devil has. Was für ein gutes Zeitgefühl durch den Teufel. Why did the devil do it right at Pentecost? Wieso hat der Teufel das gerade an Pfingsten gemacht? Because God had a plan first.
weil Gott schon einen Plan hat. And the devil said, I gotta stop this Pentecost thing. I gotta stop it. I gotta stop it. Und der Teufel hat gesagt, ich muss das stoppen, dieses So all the believers, the whole world is got their eyes focused on one thing. This race against the other race. Und die ganze Welt beobachtet das heute, diese zwei Rassen gegeneinander. There really is a race war going, but it's the spiritual race war. Es gibt schon einen Rassenkampf, aber es ist der Devil against God people. Das ist nämlich der Teufel gegen Gottes Leute. It's not blacks against whites. It's the devil against God's people. Es geht gar nicht um schwarz oder weiß. Es geht darum, Teufel, der Feind gegen Gottes Leute. And because the world lives in such a natural realm all the time. Aber die Welt bewegt sich im natürlichen in den natürlichen Flesh and blood all the time. Fleisch und Blut, alle That's Zeit. All they see. Das ist, was sie sehen. They can't see a devil behind this. Sie sehen nicht, wer dahinter ist. They don't see God on the other side. Sie sehen nicht, dass Gott auf der anderen That's Seite why ist. The tribe of Issachar, they knew what time it was and what we should be doing. Der Stamm Issachar, die haben das gewusst und die wussten, was zu tun war. And that's why for Zion's sake, I will not be quiet. I will not be silenced. Deshalb haben sie gesagt, für Zions, um Zions Wille werde ich nicht still sein. See, this is what God is trying to get over to his children. Und das möchte Gott rüberbringen zu seinen Kindern. Since 2020, since last week, seit der Pfingsten 2020, in the heart and mind of God, in die Herzen und Gedanken der Leute, things are not the same. Sind die Dinge nicht die gleichen. And they won't be the same. Und sie werden auch nicht mehr gleich And sein. We must go with God or get left behind. Und wir müssen mit Gott sein oder wir werden zurückbleiben. In Isaiah 43, in Jesaja 43, Isaiah 43, that's number 9, Isaiah 43, verse 19, in Vers 19, look, schau, that's what God says, look, Gott sagt, schau, I'm about to do something new. Ich werde etwas Neues machen. Now it began. Jetzt hat's angefangen. It began to happen. Do you not recognize it? Kannst du das nicht sehen? Oh, wait. Halt mal. God says, Gott sagt, I'm about to do something new. Ich werde etwas Neues Then tun. He says this. Und er sagt, can you not see it? Kannst du das nicht sehen? Can't you see it? Kannst du es nicht Don't you sehen? Recognize the new that's coming? Erkennst du das Neue nicht? Evidently, God began something new. Offensichtlich hat Gott etwas Neues and they angefangen. Didn't recognize it. Und wir haben es nicht gemerkt. I said they did not recognize it. Sie haben es nicht gemerkt. They didn't see it. Sie haben es nicht gesehen. And he said this. Und er sagt das. I will make a road in the desert. Ich werde eine Straße inmitten der Wüste machen. Why the desert? Wieso in der they Wüste? They have become so dry. Weil sie sind so ausgetrocknet. They have become so used to being how they were. Sie sind so gewöhnt, wie sie immer waren. God comes on the scene. Und jetzt kommt auch Gott. And the first thing God provides is living water. Und Gott bringt das erste lebendiges Wasser. I will make a path for you. Ich werde einen Weg bereiten für dich. I will make, even if it's dry all around you, I will water you. Auch wenn es rund um dich trocken ist, Amen. Gott wird Wasser schenken. So it says this. Do you not recognize the new thing that I'm doing on the earth, church? Und Gott sagt, erkennst du nicht die neuen Dinge, die ich mache für dich, Gemeinde? It's time to wake up. Es ist Zeit, dass du aufhörst. And I think of many of us are going on. We have so much access to preachers nowadays, to the Word of God nowadays. Und wir haben heute so viele Möglichkeiten, Predigten on, zu hören. On YouTube, on Facebook, on TV, on websites, and all kinds of YouTube, avenues. Facebook, überall im Internet. So when you listen to the prophets of God, wenn du dann die Propheten hörst, and there's something we listen to, we follow. Und wir hören den, wir folgen denen. The Bible says, trust the prophets, and so shall you, what? Prosper. Es heißt, vertraue einem Prophet, und du wirst weiterkommen. So when you say, what is God saying? What's God saying? So was heißt das? Was sagt uns Gott? Well, we gotta listen to what God's saying through the prophets. So wir müssen verstehen, was Gott durch die Propheten sagt. Do we have prophets today? Haben wir heute auch Propheten? Ephesians says, yeah, they're one of the five gifts, fivefold ministry. Gemäß Epheser, ja, es gibt eine Gabe, die Gabe des Propheten. A prophet's job. Now, there's a lot of people calling themselves prophets today. Na, es gibt viele Leute, die sich heute Propheten nennen. Actually, it's embarrassing. Some of the people call themselves prophets. Es ist doch manchmal auch schon peinlich. I mean, prophets of hate. They say, I hate this one, I hate that. If you're a prophet, Propheten, die number sagen, one, ich hasse das. Number one, when you got to give your own self a title, you're already in trouble.
Wenn du dir selber einen Titel geben musst, dann ist das schon mal etwas falsch. I can go on the internet and buy me a prophet certificate. Ich kann mir auch im Internet ein falsches Diplom, so there's ein Prophetendiplom kaufen. There's so many people call themselves prophets and they never pay the price. Es gibt so viele Leute, die sich Propheten nennen, aber sie haben den Preis dafür you gar nicht my, bezahlt. I went to a Bible school that was founded by a prophet, Prophet Hagin. Ich bin in eine Bibelschule gegangen, die gegründet war von einem Propheten. Being a prophet, a real prophet. Und er hat gesagt, sei ein richtiger Prophet. Wenn du ein richtiger Prophet bist, das ist ein einsamer Job. Because you're like Moses, when Moses was a prophet in the Exodus. Da bist du wie Mose. Er war auch ein Prophet damals. And how much time did you see Moses spending with the people? Und wie viel Zeit hat Mose da mit den Leuten war er sozial? Not much at all. Nicht viel. He was always up in the mountains talking to God. Er war meistens in den Bergen und hat mit Gott gesprochen. And then one time, und eines Tages, he began to say, maybe I shouldn't spend so much time with God. Hat er gesagt, ja, vielleicht sollte ich nicht so viel Zeit I'm mit Gott going to spend more time with the people. Sondern mit den Leuten. And the Bible says, und die Bibel hat gesagt, that he spent so much time counseling people every single day. Hat er so viel Zeit mit den Leuten verbracht und sie beraten. And not praying. Und ihnen geholfen und that nicht his father-in-law came to him and says, dass sein Schwiegervater kam Moses, und gesagt hat, you're a prophet. Du bist ein Prophet. The things that you do is not good. Was du machst, you need to give this responsibility to 70 of the elders. Diese Verantwortung musst du den Ältesten geben. And you need to go back up to the mountain and pray. Zurück zum Berg gehen und beten. So a real prophet is a prayer. Also ein richtiger Prophet ist ein Beter. He spends a lot, not just some time, a lot of time in the presence of God. Und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich Why? Viel Zeit in der Gemeinschaft mit Because Gott. Because there is no other office the words of God comes out that is so important as the words of a prophet. Weil es gibt keine wichtigere Aufgabe als das Wort, das aus einem Propheten kommt. So when I hear people call themselves prophet, I say, you don't have no idea what a prophet so is. So die all die vielen Leute, die sagen, ich bin ein Prophet, and denke ich, ich habe keine Idee. The price it pays to become a prophet, to be a was prophet. Der Preis ist, ein Prophet zu sein. And no one can call themselves a prophet. That only comes from God. Und niemand kann sich selbst den Titel geben. Das Amen. Kann wirklich nur von Gott kommen. And so, there are prophets on the earth today. Es gibt aber Propheten auf der Welt. Some that God speaks to. Leute, zu denen Gott and spricht. A prophet knows what's going to happen before it happens. Und ein Prophet ist jemand, der weiß, was geschieht, bevor es geschieht. And he speaks it out of his mouth. Und das spricht dann durch seinen Mund. And he brings it into the body of Christ. Und er bringt es rüber zu der Gemeinde. And when there's even a group called the Prophet Circle. Es gibt auch so eine Gruppe, das sind die Propheten. But these are proven men. Aber die sind, proven. Bestätigt. Die sind bestätigt. These are men who have been tested. Sie wurden geprüft. Paid the price. Sie haben den Preis. And most prophets und die meisten Propheten are never young. Sorry. Meistens you need some experience. Weil da brauchst du auch Erfahrung, da muss man beten. Today everything's so crazy and backwards. Und heute ist alles so zurück, geht alles zurück. So I went to the prophet's circle because there's a circle of prophets, these are proven people. Also ich habe mich da, ich war getroffen mit also ein paar Propheten. What is God saying through those men? Und was sagt Gott durch diese Leute? And the first thing they were saying, everybody. Und das erste, was alle gesagt haben. It's a new Pentecost. Eine neue Pfingst. Something that's never happened before. Etwas, das noch nie geschehen ist. The church is waking up. Die Gemeinde wacht auf. God's shaking the church. Gott wird die Gemeinde schütteln. God's telling the church. Gott erzählt der Gemeinde. This is your time. Das ist deine Zeit. It's time to shake up. To shake. Es ist deine Zeit, dich zu schütteln. It's time to change your priorities. Deine Prioritäten zu ändern. And I read this article. Ich habe diesen Artikel gelesen. Of a and most of us know this. Viele von uns kennen das schon. There was quite a few revivals in the last 100 years. Es gab ja einige Erweckungen in den letzten Jahren. One revival was in Bethel Church in California. Eine war in Bethel Church in California. Well, this one preacher, another preacher, I met this preacher in April of last year. Ich habe diesen Prediger letzten April letztes Jahr. Some of you saw him on Sid Roth. Und einige Leute haben ihn gesehen. And he had miracles baptizing people in water. Und er hatte, es gab da Wunder, als er die Leute getauft hat im Wasser. Well, he said, God was just doing
He said, Book of Acts miracles. Und es gab da wirklich Wunder, wie es in der Apostelgeschichte gab. And he says, the closer we got to God, und er hat gesagt, je näher wir zu Gott kamen, the more people started leaving my church. Desto mehr Leute haben unsere Gemeinde verlassen. He said, I lost 200 people. Ich habe etwa 200 Leute verloren. But he had 500 to begin with. Ich hatte 500 am Anfang. And he said, so I got concerned. Und da habe ich mir Sorgen gemacht. And he said, these were not just visitors I was losing. Ich habe nicht nur einfach Besucher verloren. These were people who helped pray the revival in the church. Sondern Leute, die ja geholfen haben, diese Erweckung so anzufangen. I called another pastor named Pastor John Kilpatrick. Und ich habe einen anderen Pastor, John Kilpatrick. When she was the pastor of the Brownsville Revival. Is it Brownsville, right, Florida? Brownsville Revival. Big round lessons for years. Das war, hat über Jahre gedauert. He said, I called him. I said, what am I doing wrong? I mean, we lost 200 people. And John Kilpatrick says, Pastor, just relax, relax. Und John Kilpatrick hat gesagt, when our revival relax. Started, I lost 500 people. Als ich angefangen habe mit der Erweckung bei uns, haben wir 500 Leute verloren. And then Bill Johnson said this. Und Bill Johnson hat gesagt, when the revival came to our church, als die Erweckung zu unserer Gemeinde we lost 1500 people. Wir haben 1500 Leute. So I'm thinking, what? And he said, what happened is, und was ist passiert? People started quitting coming to church. Die Leute kamen nicht mehr in die Gemeinde. Even though there were acts like the book of miracles like the book of Acts. Obwohl es eigentlich Wunder gab, so wie because in der Apostelgeschichte. God told the pastor. Weil Gott dem Pastor gesagt to start hat, preaching on sanctification. Weil Gott gesagt hat, es ist Zeit, dass du anfängst living sanctification. Setting your life aside for God. Dein Leben auf die Seite zu tun für Gott. In other words, it's time to start saying Jesus is my Lord. Es ist Zeit zu sagen, Jesus ist mein Herr. 24 hours a day, 7 days a week. Und zwar 24 Stunden am and Tag. And God wants to clean up my life. Gott möchte mein Leben reinigen. When I started preaching that way. Wenn ich dann so anfange zu the predigen, people started leaving our church. Dann gehen die Leute. In the middle of revival. Auch wenn es mitten in einer Erweckung in the middle of Book of Acts miracles. In der Mitte von Wunder, wie Apostel when God started cleaning up their heart, motives, attitude, habits. Und wenn Gott anfängt aufzuräumen und all die unser Herz prüft. They said, that's too much for me. Dann sagen die Leute, das ist mir zu viel. I don't want to do that. Das möchte ich nicht machen. No. That's my private life. That's nein, my part. Das geht dir zu hart. Geht mir zu nah. And that's why the title of my message is God's timing. It's now. Darum ist auch der Titel meiner Nachricht, jetzt ist die Zeit. The gates of heaven are open. Das Portal, die Türe des Himmels ist offen. Right now for you. Jetzt für dich. And what are you going to do? Und was machst du damit? Amen. Now I want to read I want to read something to you. Ich werde euch etwas vorlesen. Because I saw that the more glory in your life, personal life. Weil je mehr Herrlichkeit in deinem Leben ist. I'll read it like I wrote it down. You can see it. Okay. Ready? Yes. You and I du und ich get to determine werden bestimmen. Watch this is good. The level of glory in our life. Das der Level von Herrlichkeit in unserem Leben. You and I. Du und ich. Not God. Nicht Gott. You are the one who determines. Listen, I'm getting excited now. Listen, when Moses went up the mountain. Als Mose auf den Berg and came down with a veil on his face. Und wieder runterkam. He was the one who decided whether that veil on his face or not. Hat bestimmt, ob diese Herrlichkeit auf seinem the more time you spend with God, the more glory stays on your face. Je mehr Zeit du mit Gott verbringst, desto mehr Herrlichkeit spiegelt sich in deinem so that was not God's decision, that's Moses' decision. Das war nicht Gottes Entscheidung, sondern Moses' Entscheidung. And as a church, und als Gemeinde, we decide and we determine the level of glory in our church. Entscheiden wir, wie viel Herrlichkeit wir in unserem Leben haben. How? Wie? Repent. Bitte um change your life. Ändere dein Leben. Do what the Bible says. Mach, was die Bibel sagt. When God, are you ready for this? Bist du bereit für das? When God pulls out his scalpel. Wenn Gott sein Messer herausnimmt. I said.
When God pours out his surgical scalpel, wenn Gott sein Messer wie ein Chirurg herausnimmt, most Christians run. Die meisten Christen rennen davon. I'll see you next Sunday. Dann sehe ich dich nächsten Sonntag. They don't want God to cut their motives and heart and attitude. They don't want that to be exposed. Die möchten nicht, dass Gott sie anfängt beschneiden. It's very uncomfortable when you're in alten Lebensstil. When you're in the hospital. Es ist nicht angenehm in dem for an operation. Für eine Operation. And somehow you see that scalpel. Und dann siehst du diese Messer. You're not excited. Da bist du nicht so. You're glücklich. Thinking, oh my God, put me to sleep. Where's the anesthesiologist? Put schnell, me to sleep. Ich möchte schlafen. Why? Wieso? Because we know it's going to be pain. Weil wir wissen, das ist schmerzvoll. It's going to be something removed from you. Etwas wird weggeschnitten. And that's what God is saying today. Und das sagt Gott heute. I want to pour out my glory on this church. Ich werde meine Herrlichkeit über diese Gemeinde ausgießen. Über dich. It's up to you. Aber es ist. Are you going to run or let me? Or are you going to lay down on the table? Aber es liegt an dir. Wirst du rennen oder wirst du mich machen lassen? Amen. See, the old, because God is doing a new thing, but the old will try to hang on to you. Gott möchte etwas Neues machen, aber das Alte möchte bei dir bleiben. I like to change shirts every now and then. Und dann möchte man einfach die Gemeinde wechseln. You know, I know Switzerland is really famous for this. Und in der Schweiz geschieht das, glaube ich, viel. I've been here many decades now. Ich decades. Bin jetzt schon viele Jahre and hier. I've met a lot of Swiss. Und ich habe viele Schweizer getroffen. And I say the one, und nice sweater. Und ich sage, schön, and they actually say this. They say this. Und die sagen, I bought this in 1947. Ich habe das in 1947 gekauft. And it's still good. Und es ist immer noch gut. And that may be true. Und das, vielleicht stimmt das but, auch. See, we like to hold on to the old. Aber wir haben gern hängen an unseren Sachen. No matter if it's good quality or not. Ob es gute Qualität ist oder nicht. We hang on to the old. Hang on to the old. Wir lassen nicht los von and alles. When God wants to do a new thing, we're trying to hang on to the old. Hang on to the old. Gott versucht etwas Neues zu machen und wir hängen let it go! Mustern. Let it go! Lass es los. I said, let it go! Lass es los. Grab onto the new! Nimm das Neue. Because when you go higher in God, you don't want to go back. Wenn du höher gehst mit Gott, möchtest du gar nicht mehr zurück. So the old will just try to hang on. No, the old, your old habits will say, no, I'm used to this. Don't change, don't change. Aber deine alten Muster möchten sich anhängen an dich und sagen, nein, ändere dich nicht. And God says, hey, aber Gott sagt, I'm hey, doing something new. Ich mache etwas Neues. It's time, right now. Es ist Zeit, jetzt. It'll spring forth. It will come forth. Es wird geschehen. Amen. So, when God pours out the scalpel, also wenn Gott sein Operationsmesser hervorbringt, dann leg let him operate on you. Lass ihn operieren. How does God operate? Wie operiert Gott? Well, the real scalpel of God is the Word of God. Weil das richtige Messer von Gott, das ist eigentlich das Wort Gottes. The book of Hebrews calls God's word is a discerner of the intents of the heart. Das Buch Hebräer heißt, dass das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. I remember when the guy who the pastor who had all those miracles with the water baptism. Und ich erinnere mich an diesen Pastor, der diese Wunder hatte mit dem Wassertaufe. He was when he started getting closer to God, the anointing was coming. Als er näher ging zu Gott und die Salbung kam. He said, "The closer I got to God, you could do." He said it was like God literally came in my room with pressure on me. Und er hat gesagt, ich habe gefühlt, wie Gott in mein Zimmer kam mit einem Druck über mir. One of the definitions of glory und is eine, heavy. Eine Definition von Herrlichkeit ist schwer. It's called Ichabod, heavy, the heavy weight of God's glory. Das schwere Gewicht von der Herrlichkeit he said, Gottes. As long as I was pleasing God, the presence of God was just heavy. I just loved it. It's so nice. Und er hat gesagt, als ich gemacht habe, was Gott gefallen hat, war dieses Gewicht, diese Herrlichkeit über mir. He said, but then there's people who treated me bad. Aber wenn Leute mich schlecht behandelt haben. And God told me. Und Gott hat mir gesagt. Go to those people and ask them to forgive you. Geh zu diesen Leuten und frag sie, dass sie dich vergeben. He said, what they did? They treated me bad. Was? Sie haben said, no, mich you schlecht go, behandelt. You go. Aber Gott hat gesagt, nein, du gehst. He said, when I decided I wasn't going to go. Und als ich mich entschieden habe, das mache ich nicht. God's glory began to go lift. Und hat sich die Herrlichkeit gehoben. And he says,
When I say, okay, God, I'll do it. Da habe ich gesagt, okay, ja, ich mach's. Came down again. Und die Helligkeit kam wieder. So it's up to you, not up to God. Es ist nicht an Gott. What was God doing? God was trying to cleanse him. God was trying to get him ready for more glory. Was hat Gott gemacht? Er wollte ihn reinigen, dass er bereit ist für noch mehr Herrlichkeit. All of us in our church, all of us listening on online, we know, we have heard that there's going to be a revival before Jesus comes. We all know this. Und alle wir hier und auch online, wir haben das gehört. Wir wissen es, dass Some of us have heard this for decades. And now it's here. But you got to get rid of some baggage. Aber du musst ein bisschen Gepäck loswerden. I think it was amazing that when the coronavirus hit. Ich habe gedacht, das ist wirklich unglaublich, als das Coronavirus kam. Even your baggage was locked in. Sogar dein Gepäck war da eingeschlossen. Even your baggage, all your old habits, locked in right with you. Alle deine Muster sind da mit eingeschlossen. You couldn't leave your habits over in South Tibet and you're staying locked in Zurich. Everything was in your house. Du konntest deine Haltung und deine Muster nicht mehr einhalten. Your motives, your attitudes, your sweetness, your niceness, your meanness, everything was in your house. All das Schöne, all das Gute, all das Schlechte. Und my wife would tell me, calm down, preacher, calm down. Preacher, calm down. Down. Ich kann nicht. Meine Frau sagt, ich soll ein bisschen ruhiger sein. Ich kann nicht. You understand that? Aber du musst verstehen. And so everything was in our house, and we could not get rid of our baggage. It's with us. Alles war mit uns. Das Gute. And now God says. Und Gott sagt. You don't like that baggage? Du hast das nicht gern. And some of us never saw what kind of baggage we had until Corona came. Und viele von uns haben vielleicht gar nicht realisiert, was für Gepäck wir haben. Bis der Coronavirus kam. Like the I read this article where all the parents in America would say, the teacher would say, you have bad children. Your children are badly trained. Und es badly ist so wie in diesem Artikel, als die Lehrer in Amerika und auch in der Schweiz gesagt haben, eure Kinder sind nicht nett oder die verhalten sich nicht gut. And they said after 1 month of lockdown and being in the house with their children, und die Eltern haben gesagt, nach einem Monat mit eingesperrt zu sein mit den Kindern, the parents begin to say, oh, maybe my teacher was right. Sie zugeben, dass die Lehrer vielleicht schon I've been with my son for 30 straight days. I mean, he is a lot of work. Ich bin jetzt mit meinem Sohn seit 30 Tagen und das ist sehr viel Arbeit. So, with that, we are seeing that God is trying to get us to first look at our baggage. Gott möchte zuerst, dass wir uns anschauen und unser Gepäck. God says, Gott sagt, take care of this in your life. Nimm dich dem an in deinem Watch Leben. Watch this. Stop doing this thing. Hör auf, das eine zu tun. Stop entertaining yourself with this particular thing. Hör auf, dich damit beschäftigen. Stop this habit. Hör auf mit diesem Muster. We don't want to hear that. Das möchten wir nicht hören. We don't want to hear that because that's sacrifice, that's pain. Aber das heißt, ich muss ein Opfer geben und das tut weh. No pain is when you're on the cross, when you're innocent. That's pain. Etwas weh tut, wenn du wirklich unschuldig bist. 2 Timothy 2. Wie in Timotheus 2. Says this. Da heißt es im Vers 21. In a large house. In Gottes Haus. There you go. 2 Timothy 2:21. In 2. Timotheus 2. A large house contains not only vessels of gold and silver. In einem großen Haus gibt's nicht nur Gefäße aus Silber und Gold. But also of wood and clay. Auch von Ton und Holz. Some indeed are for honor and for honorable use. Einige sind für ehrbaren Gebrauch. Others are for common use. Und andere für ganz alltägliche Dinge. If anyone. Und wenn irgendjemand. Everybody say anyone. Und alle sagt jeder. If anyone. Und alle sagen wenn jemand. Cleanses himself. Sich selbst reinigt. Of what is unfit. Was nicht dazu gehört. Who cleanses me? Wer reinigt mich? I cleanse me. Ich reinige mich. He will be a vessel for honor. Dann wird auch ein Gefäß sanctified. Der Ehre. Gereinigt. Oh, that's that word. Sanctified. Yes. Sanctified. What does sanctified mean? Was heißt das? It means this. We have a bottle of lemon right here, right? Lemon juice. Hast eine Flasche mit and God says that lemon juice und Gott sagt, dieser can lemon, only be used dieser Zitronensaft kann nur gebraucht werden in this building.
für dieses Gebäude. It cannot be used anywhere else. Du kannst es nicht nirgends anders gebrauchen. This is sanctified, set apart. Das ist nur dafür bereitgestellt. For me, set für apart. Mich. So when you're sanctified, also wenn du you are set apart. Bist du auch auf die Seite bereitgestellt. Let me give you an example. We all know that Samson was set apart, sanctified. Wir wissen, dass Samson, Mary was sanctified, set apart. Wir wissen, dass Maria, Abraham, all the set apart for God's use. Die sind bereitgestellt oder auf die speziell bereitet worden von Gott bereitet. So the Bible says, für sein Gebrauch. When you sanctify yourself. Wenn die Bibel sagt, wenn du dich selber reinigst. You know, I used to have I taught this message before years ago. Ich habe das eigentlich schon einmal gepredigt. And at our house, Haus, I brought my wife six they call them goblets. Habe ich meiner Frau these very beautiful glass, almost like wine glasses. Habe ich meiner Frau so Kelche geschenkt, sechs Kelche. I mean, expensive but beautiful. Sehr schön, and sehr teuer. They've auch. Only been used maybe 7-8 times. Und wir haben diese etwa nur bis jetzt 7-8 Mal gebraucht. Special occasion. Für wirklich nur spezielle Begebungen. Actually, well, they're so special, Susanna has not seen them now for 2 years. Und sie sind so speziell, Susanna hat sie schon seit 2 Jahren nicht gesehen. Because they're in the keller, she forgot about them too. Weil sie sind im Keller und but they're beautiful, they're beautiful. Aber sie sind sehr schön. When God wants to use something that has a special occasion, wenn Gott da eine spezielle Anlass hat, does he grab you? Dann nimmt er dich. Say, I want to use you. Dann sagte ich, möchte, dass du es bist. I want to tell you this story. Ich erzähle dir die Geschichte. That relates to this vessel. Die dazu passt. One day, my spiritual father, Kenneth Hagin. Eines Tages hat mein geistlicher Vater Kenneth Hagin. It was Christmas time. Es war Weihnachten. And this preacher. Und der Prediger. And those days they had buses and stuff. You know, you could travel on buses. Wir sind mit den Bussen gereist. And he said this bus stopped right in front of my house. Und hat gesagt, dieser Bus hat gerade vor meinem Haus gehalten. And I saw this man get off, and I knew that man. I knew him from conventions. Und ich habe diesen Mann gesehen, schon von verschiedenen Anlässen habe ich ihn gekannt. So he said, I looked at him, I said, hey Bob, what are you doing here? Ich habe gesagt, hallo Bob, was machst du hier? He said, well, I'm just coming through, and I just wanted to stop through, you know, and then Brother Hagin said, well, come and stay with me. Und Kenneth Hagin hat gesagt, also komm doch und so the guy bleib bei mir. And stayed with him. Und dieser Mann war dann bei ihm. And then all of a sudden, und dann, wow, it was Christmas time, right? Es war Weihnachten. And Kenneth Hagin only got so much money budget for the kids for Christmas. Und Kenneth Hagin hatte da ein Budget für die Weihnachtsgeschenke für die Kinder. And so he said, God told him, the reason why this preacher stopped in front of your house. Und Gott hat ihm gesagt, der Grund, wieso dieser Prediger hier vor deinem Haus gehalten hat. Was because he got on the bus at the station in another place. Weil war eigentlich an einem anderen Ort in den Bus gestiegen. And he told the bus driver, the ticket place, he says, this is how much money I have. I want this money to take me as far as it can go. Und hat da als das Ticket gekauft hat, gesagt, so viel Geld habe ich und ich will so weit fahren, wie das Geld jetzt. And all the money he had took him right to the door of Kenneth Hagin. It was a miracle. Took him right to the door. Diesem Geld hat's gereicht, dass vor Kenneth Hagins Türe gelandet. He said, while I'm there, he said, the Lord told me to give that man. It was almost a whole month's salary. Und als da war, hat Gott Kenneth Hagin gesagt, gib diesem Mann dein Geld, alles was du he hast, said, war ein ganzes Monat. God, no way. Und ich habe mit Gott gekämpft und gesagt, nein, there's no way I can do this. Das kann ich nicht machen. He says, God, you know Christmas is coming, I got two kids. Du weißt doch, jetzt kommt Weihnachten, ich habe zwei Kinder, ich habe eine Frau. He said, but in my mind I was wrestling with God, he would not, that thought kept coming to me, give that man that money. In meinen Gedanken habe ich gekämpft, gib diesem Mann das Geld. He said, man, I fought God, many of us, we know how to fight God, when God speaks to us. Viele von uns wissen, was das heißt. All of a sudden, he said, I obey God. Und dann habe ich mich entschlossen, Gott zu he said, then God did a financial miracle for me. Und dann hat Gott ein finanzielles but here's, für mich here's the testimony. Aber das ist das it was a few years later. Erst viele Jahre später, there was a woman on the hospital bed. Gab es eine Frau, die war im Spital. Who had
stage 4 cancer. Und sie hatte, sie war schon in fortgeschrittenem Krebs. He said, what a pastor called me. He said, hey, would you help me go pray for this woman? Und sie hat erzählt, dass der Pastor gesagt hat, kommst du? He said, I go there. Ich gehe da beten. And this lady, she's seconds from dying. Und die Frau ist wirklich kurz vor dem Tod vom Sterben. I pray for her. Und ich bete für sie. That woman got that second. That woman jumped out of that bed. Und in dieser Sekunde ist die was Frau completely healed. War komplett geheilt. He said that night we all ate watermelon and chicken together. Und wir haben Wassermelone und Huhn gegessen. And then God told me. Und Gott hat mir he gesagt, said, if you did not obey me when that preacher came to your house those other years ago. Gott hat gesagt, hättest du nicht gehorcht vor einigen Jahren, als dieser Mann Gottes I could in not Haus use kam, you. Hätte ich dich nicht gebrauchen as können a vessel of honor, als Gefäß der Ehre, to raise up that girl from um the dead. Diese Frau von den Toten auf, so when God sets you apart, wenn Gott dich auf die Seite nimmt, and God chooses you for a special job or a special occasion, und er hat dich ausgesucht für etwas Spezielles, you have passed tests. Das ist dann wie ein Test. You have come valuable to God. Dann wirst du wertvoll. And God can trust you. Und Gott kann dich vertrauen. See, God can't trust everybody. Gott kann nicht allen even vertrauen. The ones who speak in tongues. Auch die in Zungen sprechen. Even the ones who tithe. Auch die Zehnten geben. He cannot trust everybody. Er kann nicht allen because vertrauen. When we get under pressure, weil wenn wir unter dem Druck we sind, all say we would do this, we would do that. We don't know until we are under pressure. Es ist einfach zu sagen, ja, das mache ich schon. Aber wenn dann der Druck kommt. Amen. I would always say I'm tough, I'm strong, I'm a man. Ich sage immer, ich bin tough, das schaffe ich schon, ich bin ein Mann. So one day I was in Jamaica. Da war ich einmal in Jamaica. Mit Susanna. And man, they kept telling me, hey, you need to get up on those sail parasailing. Und sie haben gesagt, du solltest du mal hier mit der See fliegen. Black people don't take risks like that. Ich sage nein, das ist doch riskant. That's why you don't see black skiers. Du siehst auch nicht viele Schwarze, you don't die see black people in scary movies. Oder in Filmen, die ängstlich sind. Also, we got more sense than that. Wir haben ein bisschen mehr Verständnis. So I'm up in the, I don't know how many meters we're up in the sky over the ocean. Jetzt sind wir da über dem Meer. And you start thinking, you know. Und dann fängst du an zu denken. Man, if this thing comes down, I mean, I've heard stories. You begin to remember all the stories you heard about somebody drowning in the parachute. I kept saying, man, this thing, and my wife is next to me, right next to me. Und meine Frau war daneben mir. But I can't let her see, I'm nervous. Ich kann das aber nicht, ich wollte nicht, dass sie sieht, wie nervös ich bin, weil ich ja so tough bin. Honey, don't worry, honey, I got you. Anything happens, I got you. Ich rette dich. But inside, I'm nervous. Ich so nervös. I'm wondering, oh God, let this, I'm praying secretly under my breath. God, make sure this thing holds you. Ich sage, Gott, bitte mach, dass das nicht runterfällt. And so when you get under pressure, you know what's inside of you. So wenn du unter Druck gerätst, weißt du auch, was in dir drinnen ist. God is looking for pure containers of Christ. Gott schaut für reine Gefäße für Christus. He's looking for believers. Für Gläubige. Who had decided? Die entschieden. God, I want more of you. Gott, ich möchte mehr von dir. I'm willing to pay the price. Ich bin bereit, den Preis dafür zu zahlen. I want what you are doing in my life. I want it to manifest ich in my möchte, life. Dass das, was du in meinem Leben tun möchtest, dass das sich Lord, manifestiert. Don't let, watch this, Lord. Gott. Don't let me be familiar with myself. Lass mich nicht an mich selber gewöhnlich sein. I want to stretch myself. Ich möchte mich ausdehnen. I want to get more of you. Ich möchte mehr von dir. Don't, I want to be familiar with me. Ich möchte nicht gewöhnlich sein. There is a new season. Es ist eine neue Zeit. That we're in. In right der now. Wir sind gerade jetzt. And God says. Und Gott sagt. This is your time. Das ist deine Zeit. What are you doing? Was machst du? And here's what you say. Und das ist, was du Lord, sagst. Gott. And I want us to pray this, all of us. Und ich möchte, dass wir das alle zusammen beten. We'll say, Lord. Gott. Take me where I need to be. Nimm mich, wohin ich hin muss. Place me where I need to be. Platziere mich, wohin ich sein soll. Put me in your timing.
tu mich in die in deine Zeit in deinem I want to be in your timing. Ich möchte in deinem Zeitplan sein. I want to be on the page of the book. Ich möchte auf der Seite sein in dem Buch, das du für mich schreibst. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Father, I thank you. Vater, ich danke dir. For a new commissioning. Für eine neue Aussendung. A new sending. Eine neue Aussendung. For the angels intervening in my life. Für die Engel in meinem Leben. I thank you for all the works of the enemy be broken over my life in Jesus' name. Dass alles, was der Teufel über meinem Leben plant und tut, dass es zerstört ist in deinem Namen. All evil words, all words of unbelief, all words of doubt, I command those words to have no power in my life. Alle Wörter, die über mich gesprochen worden sind, alle Zweifel, dass das jetzt gebrochen ist im Namen Jesus. Father, I embrace my new season. Ich umarme diese neue Saison. I embrace my new beginning. Ich empfange das, den neuen Start. Father, you may take this scalpel to me. Ich danke dir, dass du dieses Gefäß mir übergibst. Ich möchte ein Gefäß der Ehre sein. Father, I thank you. Vater, ich danke for dir such mercy that you have towards me. Für deine Gnade, die du über mir hast. And I decree. Und ich werde mich abnehmen. Ich and werde I'm abnehmen. Determined. Und ich bin gewiss, I will not miss this move of God. Dass ich diese Bewegung, die Gott jetzt angefangen hat, nicht verpassen werde. I will be in the forefront. Ich werde zuvorderst sein. What you're doing in my life and on the earth. Was du in meinem und durch meinem Leben in der Erde machen tust. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Well, if you pray that prayer, I don't know. I have no idea what time it is. I can't see. Ich sehe gar nicht, was für Zeit das ist. Huh? 10:20. I have 10 minutes then. Okay, so here's the thing. God is cleaning us. Also hier, es geht God is getting us ready. Wird uns vorbereiten. You're going to find out. Du wirst es herausfinden. You have a more desire to pray. Du hast mehr den Wunsch zu you reden. Have more of a desire to read your word. Du hast mehr den Wunsch, das Wort zu that lesen. Is not natural. That's not natural. You would have been doing it before if it was natural. Das kommt nicht natürlich, weil sonst hättest du schon lange gemacht. This is spiritual. Das ist geistlich. Angelic help. Das mit den Hilfe von den Engeln. Has been released on the earth. Ist über der Erde ausgegossen worden. The eyes that Elijah's servant saw when God opened up his eyes. Und das ist wie der Diener von Elijah, als er diese Armee gesehen hat. I heard a woman say this. Ich habe gehört, wie eine Frau she said, gesagt hat. I was praying. Ich habe gebetet. And when I was praying, God opened up my spiritual eyes. Und da hat Gott meine geistigen Augen geöffnet. And I saw the spiritual being. Und ich habe die geistige Welt gesehen. But it was called a seeing angel. Und ich habe da einen Engel gesehen. His whole body was full of eyeballs. Und da hat so viele Augen gehabt. She said, but I could understand him in the realm of the spirit. Aber im geistigen Raum habe ich es verstanden. She said, I looked at him. Und ich habe and said to myself, oh, thank God that I don't look like this thing. Und ich habe gesagt, oh, zum Glück schaue ich nicht so aus wie dieses Wesen. That the angel also could speak. Aber der Engel, der konnte auch sprechen. And the angel looked at me and said, und der Engel hat mich angeschaut. My God, that's all she can see. Und er hat gesagt, was? Mein Gott, das ist alles, was sie sieht. She only has two eyes. Sie hat nur zwei Augen. Poor thing. Das arme Ding. Because he has eyes all around him. He can see everything. Der Engel hatte überall Augen. He said, if that woman can see what I see, wenn diese Frau nur sehen könnte, you wouldn't be crying, you wouldn't be fearful, you wouldn't be doubting. Würde sie nicht zweifeln oder weinen. If you could see what I see. Wenn sie sehen, he said, ich sehe. That poor soul. Those two little dots. And this is how she's supposed to get around in life. So soll sie in ihrem Leben weiterkommen. Well, that's what Elijah's servant saw. Und das hat Elisas those little bitty dots he saw. Kleine Punkte. And he saw all these enemies. Und hat all diese, die große Feinde. But when God turned him into an angel with eyeballs, aber dann hat Gott ihm he said, I feel sorry for that army right there. Und ihm die Augen dieses Engels gegeben und er hat so this is the season where God is opening up our eyes. Und es ist jetzt diese Zeit, wo Gott visions, Augen auf dreams, Visionen, revelation, Träume, the word of God coming real in your life. Wird real in this is the season. Das ist die Zeit. Excitement, fire, expectation, hope, Hoffnung, joy. Freude. Amen. Amen. Just excited about the things of God. Einfach sich freuen auf was Gott tut. One of the prophets said this. Einer der Propheten it's time. Gesagt,
es ist Zeit, that you go to Migro, dass du in den Migro gehst. That's my favorite store. Das ist meine Lieblingsgeschäft. Or Coop. Oder Coop. That's nobody in my family's favorite store. Das ist nicht meiner Familie. Or Lidl. Oder Lidl. Nobody. Niemand geht dorthin aus meiner Familie. You go to these stores. Du gehst dahin. And all of a sudden you're reaching to pick a tomato, Monica, pick a tomato. Und dann Monika nimmst du diese Tomate. And you bump up against somebody by accident. Und wie aus Versehen bumpst du in jemanden. And they say. Und die sagen. Who are you? Wer bist du? What happened? Was ist geschehen? And they think, what's wrong with this woman? Und die denken, was stimmt nicht mit dieser Frau? And they say, when you touch me. Wenn du, als du mich angefasst hast, habe ich diese Kraft gefühlt. Ich habe die Kraft Gottes gefühlt. And he said, some people, they'll have a tumor and they'll fall right on the ground. Und es heißt, dass Leute, die zum Beispiel einen Tumor haben, because the shadow that was on Peter is going to be on you. Weil dieser Schatten, der über Petrus war, wird and you're going to be able to talk to people now and pray for people now, and signs and wonders are going to follow. Und jetzt wirst du mit Leuten sprechen können und Zeichen und Wunder werden folgen. And you're going to say words to somebody to encourage them, and it's going to be straight from heaven, hot word right off und the heavenly press. Worte direkt vom Himmel haben, um jemanden zu ermutigen. This is the season we're living in. Das ist diese Zeit, this in is the leben. New thing that das God's doing. Neue, das this ist. Is the Pentecost. Das ist Pfingsten. Hallelujah. Hallelujah. And you want to pray more in the Spirit. Du wirst mehr in Geist and see more in the Spirit. Und mehr in and be bold in the Spirit. Und mutig sein and in Geist. No longer intimidated. Und nicht dich ängstlich sein. And you want to be witnesses of Christ. Und du wirst Zeuge sein von Christus. Because he said, stay up in the upper room. Weil gesagt, steh, bleibt witness im to nobody into your field. Gebt kein Zeugnis, wie ich sage. And when they got filled, und wenn sie, als sie dann gefüllt wurden mit dem Heiligen Geist, das boldness. Erste, war, das sie erhalten haben, war Mut. I said boldness. Mut. And that's when Peter stood up. Und das war, dann war Petrus hey, aufgestanden. Something came on me. Und Petrus hat gesagt, wow, etwas ist auf mir. Ich bin nicht mehr ängstlich. Wait, what's was this? What's anders? This? Hey, he said, hey, men and women. Hey, Männer und let Frauen. Let me tell you about the Savior that you killed. Ich erzähle euch mal über den Retter, der ihr getötet habt. Boldness came because the Holy Ghost fail. Mut kam, weil der Heilige Geist. And that's called the new Pentecost. Und das ist das neue Pfingst. Because God has decided that we need some extra help. Weil Gott hat gesagt, die brauchen extra Hilfe. To get this great big harvest in. Damit wir diese große Ernte einnehmen. And the devil. Und der Teufel. He tries to counter God. Der möchte gegen Gott. By sending a race ride. Der möchte gegen Gott sein, indem er die andere seine Mannschaft world, bringt. Think it's a natural battle. Und die meisten in der Welt sehen das als natürlichen Kampf. Und sie zeigen mit den Fingern. It's the devil. Aber es ist der Teufel. You can't see him. Du kannst ihn nicht sehen. You can't see him. Du kannst es nicht he's sehen. Like the wind. Er ist wie der Wind. You can't fight the wind. Du kannst den Wind nicht bekämpfen. One day the devil made me so mad. Eines Tages hat der Teufel mich so wütend gemacht. I see it. Ich habe gesagt, I'll never forget this. I said, hey, where are you at? Wo bist du? I was in my own house. Ich war in meinem eigenen Haus. I said, show your face. Zeig mir dein Gesicht. You're just afraid. You're afraid. Du bist ja, du hast ja Angst. That's how mad I was. Ich war so angst. Ich war so wütend. He never showed up. Er war nicht hier. Because he don't like, he likes to fight undercover. Er möchte sich immer versteckt. But guess what? Versteckt sich um zu bekämpfen. The blood of Jesus. Aber das Blut Jesus ist das Beste. Undercover. Auch unter dem Radar. Undercover, under the radar. Unter dem Radar. When you say in the name of Jesus, the blood of Jesus is against you. Im Namen Jesus spreche ich gegen dich. You can't see it working. Dann siehst du das vielleicht nicht. You just hope it's working. Und du hoffst es. So when you say it goes undercover and it affects and the devil sees that blood and he steps back. Es geht in den Untergrund und der Teufel sieht das und dann muss er zurückbleiben. So don't look at the world and especially the news. So schau nicht in die Welt und nicht in die heutigen Nachrichten. If there ever was an industry that needs to be completely shut down today, it's the news. Wenn es eine Industrie gibt, die man abschaffen könnte, sollte es wirklich die Nachrichten sein. You can't trust not one thing out of anybody's mouth. They all have an agenda, every one of them. Du kannst nichts glauben, was da in den Medien erzählt wird. Die haben alle ihre eigenen Pläne. And they fill our heads with a whole bunch of lies. Und sie füllen unsere Köpfe mit Lügen und Halbwahrheiten. All to keep us all riled up. Und sie agitated. Dass sie uns aufregen. I heard this, I saw this, I'm finishing. I saw this post by a guy who calls himself a prophet.
Ich habe gesehen, wie jemand, der sich Prophet nennt, das online gestellt hat. Prophet something something. Sein Name ist Prophet so-and-so. Ich habe etwas angefangen zu lesen. It was no, I said myself. Ich habe gesagt zu mir selber. What kind of prophet has this much hate? Wieso hat dieser Prophet so viel Wut what? Und Hass? You got out of your mouth. You got first thing is this is to put the name prophet in front of your name. Zuerst einmal hast du den Prophet vor deinem Titel Prophet vor deinem Namen. Everything comes out of your mouth is exactly what the devil would say. Und alles, was aus deinem Mund kommt, ist, was der Teufel eigentlich sagen würde. No, we gotta get what side are you on? Auf welcher Seite bist du? You're supposed to promote love, not hate. Du musst die Liebe promoten, nicht der You're supposed to forgive, not hold on. Du musst vergeben, nicht halten. Brother Hagin would always say this. Bruder Hagin würde das sagen. All those prophets of fear. All diese Propheten von all they teach about is fear. Fear this, fear that, fear. Bei Angst. God taught love. Gott hat Liebe God gepredigt. Taught forgiveness. Gott hat vergeben. God taught Gnade. Mercy. Barmherzigkeit. But if all that's come out of your mouth is judgment. Aber alles, was aus deinem Mund kommt, and ist fear. Kritik und Angst. And the America deserves this and all our nation deserves the bad. Und das geschieht denen recht. Thank God we don't have to depend on those people to pray for us. Zum Glück müssen diese Leute nicht für uns beten. We'd be in trouble. Dann wären wir wirklich stay on God's side. Bleib auf Gottes Seite. Stay on God's side. Bleib auf Gottes Seite. And you're not to be judging nobody. Und dann musst du niemanden kritisieren. And the Bible says the biggest judges of people are the ones who are walking around with a telephone pole in their own eye. Dass die größten Kritisierer sind die einen Balken in ihrem eigenen Auge haben. Hey, you got a toothpick in your eye. You got something in your eye. Sie sagen, hey, du hast einen Zahnstocher in deinem Auge. And when they turn around, wenn sie sich umdrehen, they got a big pole and come out of their eye. Haben sie einen großen Balken vor ihren Augen. So don't judge. Sei nicht. If you don't understand what God is doing today, wenn du nicht verstehst, was Gott macht, just say, Lord, I trust you. Dann sagt Gott, ich vertraue because dir. The church is not going down. Weil die Gemeinde wird nicht the church is getting stronger. Im Gegenteil, sie and wird the church is expanding. Und die Gemeinde wird and wachsen. The church is getting more powerful. Und sie werden stärker and werden. The church is walking in authority. Und sie werden in Autorität and the church sein. Is going to see miracles, signs and wonders. Und die Gemeinde wird Wunder und Zeichen sehen. And the sehen. Church is going to be a place where people run. Und die Gemeinde wird ein Platz sein, wo die Leute kommen. The church. Die Gemeinde. This is what God's doing in the body of Christ today. Und das ist Gott am Machen the jetzt. Timing of God. Also, dass die Zeitpunkt Gottes. We're going to be right, this church, diese Gemeinde, right du, in the center of God's will. Wir werden in dem Zentrum von Gottes Willen. And we're not going to be too late. Wir werden nicht zu spät sein. Not going to be too early. Wir werden nicht zu früh we're sein. We're going to go right with the flow. Wir werden mit der Welle gehen. Amen. Father, I thank you for everybody here. Vater, ich danke dir für alle, die hier sind. Bless your people. Segne die Leute. Thank you for putting us all in the divine timing. Danke, dass du uns genau in die richtigen Zeit that your perfect will be done in our lives. Setzt, dass dein Wille geschehen kann. Let those gifts that are in us that you gave to us. Dass diese Gaben, die du in uns gesetzt hast. Let them come forth right now. Dass die hervorkommen. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Lord, give us dreams, visions. Herr, gib uns Speak Träume, Visionen. Speak to us in the day. Sprich zu uns am Tag, sprich zu uns in der Nacht. Thank you for your plan. Danke für deinen Plan. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Amen. God bless you. Gottes Segen. Thanks for being with us. Danke, dass ihr we'll mit uns seid. We'll see you on the next broadcast. Wir sehen euch wieder am nächsten. God bless you. Gottes Segen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, timing is everything. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.